Hallo, das hier ist der zweite Teil zum Thema Porphyr. Ich hatte das ganze Video ja in zwei Teile geteilt und bevor ich jetzt genau an der Stelle weitermache, wo ich es letzte Mal aufgehört habe, zwei Sachen. Zum einen, wer das vorangehende Video gesehen hat, bis ganz zum Schluss oder relativ zum Schluss, da wollte ich ein Detail zeigen und meine Schusseligkeit oder die des Aufnahmeprogramms hat mich dann groß eingeblendet, da wo ich eigentlich was zeigen wollte. Die Halterungslöcher für den Metallschmuck, der später an die venezianische Tetrarchengruppe angefügt worden ist. Das ist das hier. Man sieht die Löcher da oben in den Kopfbedeckungen. Ja, da hatte mir meine Technik ein bisschen im Streich gespielt. Da war ich dann groß zu sehen und das, was ich eigentlich zeigen wollte, war nicht mehr zu sehen. Das andere ist, wem das gefällt, was ich hier so mache mit meinen Videos und auf meinem Kanal, man kann mich unterstützen per PayPal, Patreon oder Buy Me a Coffee oder es gibt die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft und super thanks. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Die entsprechenden Links stehen unten in der Beschreibung. So, und jetzt weiter mit Teil 2, Porphyr. Ich habe mir eben nicht umsonst diesen Standpunkt auf dem Markusplatz ausgesucht, beziehungsweise Piazzetta San Marco, und gesagt, dass man mit einem Kameraschwenk zwei Sachen sehen kann. Und der Kameraschwenk, der war auch nicht ganz umsonst, denn da oben befindet sich, das kann man hier nur schlecht erkennen, aber befindet sich diese Büste. Bei diesem Objekt handelt es sich um den sogenannten Carmagnola-Kopf oder die Carmagnola-Spolie. Es hat nichts, aber auch absolut nichts mit Pfefferminz-Dragees der 80er Jahre zu tun, die damit geworben haben. Und es hat auch nichts mit dem italienischen Condottiere Francesco Bussone zu tun, der Carmagnola genannt wurde nach seinem Herkunftsort und im Jahre 1432 auf dem Markusplatz enthauptet worden ist und sein Kopf ist öffentlich ausgestellt worden, so wie man in früheren Zeiten mit den Verbrechern halt umgegangen ist. Und im Laufe der Zeit, weil sich nämlich auch die Überlieferung ja verloren hat, um was es sich da für ein Objekt handelt, dachte man, ja, das soll der Kopf des Carmagnola sein. Das ist aber falsch. Wir sehen hier eine Porphyrbüste. Wir sind also weiter im Thema Porphyr. Und ja, auch dieses Objekt ist im Jahre 1204 durch die Kreuzfahrer aus Konstantinopel entführt worden, weggeschafft worden, nach Venedig gebracht worden und wurde dann als Dekoration, genau wie die Tetrarchengruppe, an der Fassade von San Marco angebracht. Und was ist das jetzt für eine Büste? Man sieht hier verschiedene Ansichten. Es handelt sich dabei zweifellos um den Kopf einer Statue. Man weiß nicht, ob sie stehender Natur war oder sitzender Natur. Es gibt Berichte aus dem Mittelalter, dass es in Konstantinopel Herrscherbilder in sitzender Darstellung gegeben hat, also in richterlicher Funktion, also wenn der Kaiser Gericht hält, und dass dieser Kopf oder dieser Kopf ist möglicherweise Teil einer sitzenden Statue gewesen. Dieses Beispiel, da sage ich gleich noch was Kurzes zu. Es könnte allerdings auch der Kopf einer stehenden Statue sein, wie wir zum Beispiel hier ja, ein Beispiel ohne Kopf sehen. Das ist aus dem Bischöflichen Museum in Ravenna. Ravenna, auch nicht ganz unwichtig für die Geschichte der Spätantike und des frühen Byzantinischen Reiches. Auch das ist Porphyr. Da ist die Zuordnung aber auch nicht ganz klar, um was es sich da handelt. Dieser Kopf gibt allerlei Rätsel auf. In der Forschung wird diskutiert, ob es vielleicht Justinian sei, also Kaiser Justinian I.,
Das wäre dann der Herrscher, den man auch von dem Mosaik in Ravenna kennt. Das liest man auch gerade in englischer Literatur häufiger, das sei Justinian der Erste. Es gibt aber auch die Deutung, dass es sich dabei um Kaiser Justinian den Zweiten handelt. Und der lebte vom Jahr 668, 669 bis zum Jahr 711. Das heißt, wir sind im 7. Jahrhundert, Anfang 8. Jahrhundert. Das hier ist immer noch Spätantike. Mein Ort hier, wo ich wohne, Waldorf im Kreis Ahrweiler, hat die erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahre 636, also frühes Mittelalter. Die Frage, also wann eine Zeitepoche aufhört und wann sie anfängt, ist also nicht nur auf eine zeitliche Ebene begrenzt, sondern es kommt auch immer darauf an, wo. Hier in der oströmischen, spätantiken, frühbyzantinischen Kunst sind wir nach wie vor in einer spätantiken Tradition, wenn wir uns das Objekt als solches anschauen, während anderswo das Mittelalter schon begonnen hat. Das nur als kleiner Einschub. So, warum soll das Kaiser Justinian II. Sein? Das hängt mit der Nase zusammen. Wir haben ja bei den Tetrarchen eben gesehen und wir kennen das Beispiel von vielen, vielen anderen Statuen, Büsten, Plastiken aus der Antike, dass da oft die Nasen fehlen. Das hängt einfach damit zusammen, wenn man eine Statue umwirft und sie sonst nicht weiter zerstört wird durch den Sturz, aber sie landen tatsächlich buchstäblich oft auf der Nase und das ist ja das fragilste Teil einer Plastik im Gesicht. Deswegen sind bei vielen antiken Statuen, Büsten die Nasen nicht mehr da. Bei dieser Nase hier, beziehungsweise bei diesem Herrn, der da dargestellt ist, und ich meine, um der Vollständigkeit halber, wir erkennen das Diadem, wir erkennen auch diese mit einfachen, kräftigen Zügen gehaltene Formensprache. Ja, das ist, wie ich eben schon sagte, eine andere Art, Dinge darzustellen. Das Gesicht ist poliert und die Haare hier in Ansicht vom Hinterkopf, da wurde das Material nicht poliert, um ja mit der Stumpfheit nochmal einen graduellen Unterschied in der Darstellung zu bieten, dass das die Haare sind. Aber das Diadem vorne können wir erkennen und wir können auch erkennen, dass das Gesicht ebenfalls poliert ist. So, die Nase. Kaiser Justinian II. Hatte den Beinamen, da muss ich gerade gucken, ja, Rhinotmetos. Rhinotmetos, der mit der abgeschnittenen Nase. Es gab in der Spätantike im frühen Byzantinischen Reich, nicht im alten Rom und auch nicht in der Spätantike, von der ich sonst die ganze Zeit rede, sondern, pardon, sondern, pardon, sondern in der, ja, Zeit 7. 8. Jahrhundert in Byzanz, die Praxis der Rhinokopie, also des Nasenabschneidens. Sinn und Zweck dahinter war, dass Personen, denen die Nase abgeschnitten wurde, nicht mehr zum Kaiser gemacht werden konnten. Da in der Vorstellung der Zeit nur ein körperlich unversehrter Mensch Kaiser werden konnte. Und genau das ist mit Justinian II. Passiert. Er kam an die Macht, noch mit Nase, und es gab eine Palastrevolution. Er musste fliehen und im Zuge dieser Aktion ist ihm von einem Verwandten die Nase abgeschnitten worden oder ein Verwandter hat ihm die Nase abschneiden lassen. Was ihn aber besonders macht, er kam dann wieder zurück auf den Thron, regierte dann eine zweite Regierungszeit, dann allerdings ohne Nase. Ich habe keine gute Aufnahme gefunden von diesem Bild direkt von unten. Man kann das hier vielleicht so ein bisschen erkennen, dass da, wo bei normalen Menschen zwei Nasenlöcher sind, bei ihm oder bei dieser Statue
Und weil die Nase hier so flach dargestellt ist, gibt es in der Kunstgeschichte, in der Archäologie die Vermutung, dass es sich dabei halt um Justinian II. Handelt, der nach seiner Verstümmelung dargestellt ist. Ich möchte damit zu einem kurzen Zwischenthema überleiten, nämlich Plastik allgemein, also das Darstellen von Menschen zu früheren Zeiten auf unterschiedlichen Medien. Und da ist Justinian II. Durchaus ein schönes Beispiel, wie unterschiedlich die Stile werden können. Wir haben hier diesen Kopf, diesen Porphyrkopf, und wir haben hier diese Münze. Links, das soll Christus darstellen, aber auf der rechten Seite, das soll auch Justinian II. Sein. Und wie ich gerade sagte, wir sind hier Ende 7., Anfang 8. Jahrhundert. Die Entwicklungslinien von plastischer Kunst und der Reliefdarstellung auf Münzen scheint doch deutlich auseinanderzulaufen. Der Justinian II. Auf der Münze, ja, der erscheint uns doch recht mittelalterlich, also wie man das erwarten würde nach unserem westlichen Verständnis her mit den langen Haaren. Und überhaupt der Darstellung. Und das ist was ganz anderes, als was auf der Büste noch zu erkennen ist. Immer vorausgesetzt, dass das auch tatsächlich Justinian II. Ist. Weil ich aber mit dem späten 7., frühen 8. Jahrhundert und in Ostrom fremde Gewässer befahre, will ich es damit bei diesem speziellen Thema dann bewenden lassen, denn da kenne ich mich nicht zu sehr aus, um da weiter zu stochern. Deswegen mache ich jetzt gerade einen Schritt zurück und wir sehen hier eine Münze und einen Kopf. Damit sind wir wieder in der Zeit der Tetrarchie, der ersten und der zweiten Tetrarchie, nämlich bei Kaiser Galerius. Ich habe ja über Galerius und sein Mausoleum lang und breit gesprochen in einem meiner Videos und hatte auch erwähnt, dass er neben dem offiziellen Mausoleum in Thessaloniki, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, sich ein Alterssitz hat errichten lassen in Serbien. Und in diesem Alterssitz hat man eine Büste gefunden. Aus Porphyr natürlich, wir sind in der Spätantike, es ist ein Kaiser. Und wir sehen auch hier das Münzbild des Galerius. Hier sieht man sehr, sehr deutlich, dass die Formsprache noch recht parallel läuft. Man darf wohl aufgrund der Münze und des dargestellten Porphyrkopfes annehmen, dass der Mann mehr oder weniger so ausgesehen hat. Und auch das, was man heute einen Stiernacken nennt, also recht kräftiger Schulter- und Halsansatz gehabt hat. Und damit ein Beispiel für doch sehr individuelle Züge ist. Also hier sollte eine Person wirklich dargestellt werden, wie sie tatsächlich ausgesehen hat. Mehr oder weniger, aber da können wir von ausgehen. Ein anderes Beispiel aus der Spätantike ist diese Büste hier. Da wissen wir nämlich nicht, wer das sein soll. Und das sind sehr idealisierte Züge, wenn wir uns das hier mal anschauen. Auch das ist eine Porphyrbüste und sie ist gemeinhin bekannt als Büste eines Tetrarchen. Allerdings ohne, dass dabei ein Name genannt wird. Es wird spekuliert, soll auch das Galerius darstellen, soll das Maximian darstellen oder den Unterkaiser Maximinus Daya. Man weiß es nicht. Gefunden wurde das Objekt in Ägypten und das lässt den Schluss nahe, dass es den Maximinus Daya zeigen soll, denn der war Unterkaiser im Osten über lange Zeit. Er war auch der letzte offizielle Pharao in der ägyptischen Herrscherliste, beziehungsweise der letzte, der sich so hat bezeichnen lassen. Es hatte natürlich mit dem Pharaonenreich nichts zu tun. Ich möchte allerdings einen Vergleich zeigen, der vielleicht einen Hinweis gibt, mit wem wir es da zu tun haben, oder zumindest mal ein Phänomen verdeutlicht. Das ist die Büste aus Ägypten
Und ich halte jetzt mal daneben ein Mosaik, das hatten wir uns schon angeschaut in Centelles, beziehungsweise das ist aus Centelles, der Kuppelanlage in Spanien, die als Mausoleum für Konstanz, Fragezeichen, konzipiert worden ist. Ich verweise auf das Video. Also auch aus dem Umfeld der Tetrarchie möglicherweise, ja, ein direkter Bezug zum Kaiserhaus oder zu der großen kaiserlichen Familie ist nicht mal garantiert. Aber wir sehen hier den Hausherrn mit dieser Frisur und dem Bart und wir sehen diese Büste. Ich sage nicht, dass das ein und dieselbe Person darstellen soll, sondern das spiegelt nur einen gewissen Typus wider, der sehr charakteristisch ist. Und das ist etwas, Bildhauerei bzw. Mosaikkunst und überhaupt darstellende Kunst. Ich sage es nochmal, in der Spätantike, es geht um das Darstellen eines Prinzips, eines Typs. Ja. Wir hatten eben gesehen, Galerius, der wird noch individuell dargestellt, aber es gibt auch schon diesen Hang dazu, mehr generalisierte Typen darzustellen. Und generalisierte Typen ist das Stichwort für den nächsten und damit letzten Vergleich, den ich jetzt noch anstellen möchte. Wir haben dieses Mosaik. Das ist aus der Villa del Casale bei Piazza Armerina auf Sizilien ein spätantiker Villenkomplex, den ich im Rahmen meiner Videos über Exedra, Cor und Conche schon mal kurz angesprochen habe. Das wäre wirklich ein eigenes Thema für sich, allein dieser Komplex. Und der ist bekannt, berühmt für seine Mosaiken und unter anderem auch für dieses. Das zeigt erstmal ein offenbar gebrechlich wirkenden älteren Herrn, der aber reiche Gewänder trägt. Wir sehen hier das mit Gold und das Dunkle, das soll wohl Purpur darstellen. Also man hat, ich weiß jetzt gar nicht, ob man für Mosaiken, die Purpur darstellen soll, Porphyrsplitter genommen hat. Das wäre ja eigentlich naheliegend. Aber das entzieht sich meiner Kenntnis. Da müsste vielleicht ein Kunsthistoriker was zu sagen. Also wer das weiß, darf das gerne kommentieren. Aber wir sehen, dass das jemand sehr Reiches, sehr Wohlhabendes sein soll in fortgeschrittenem Alter. Und er trägt den Pilois Pannonicus, die Soldatenkappe. Also wird das wohl jemand sein, der aus der Riege der Soldaten stammt. Und das wird noch unterstützt durch die umgebenden Figuren, die zwei, die da jeweils auch ein Schild tragen, seine Leibwache. Ist das jetzt ein Kaiser, der da dargestellt ist? Die Vermutung liegt nahe und wieder in englischsprachiger Literatur findet man das, ja, das sei der Kaiser Maximian, also der Amtskollege von Diokletian aus der ersten Tetrarchie, 284, 285 bis 305. Und da ist wirklich auch nicht nur in englischsprachiger Literatur darüber diskutiert worden, ob das jetzt wirklich Kaiser Maximian ist, aber man ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dieser Darstellung nicht um Maximian handelt, der seinen Alterssitz woanders hatte. Ich glaube, Etrurien, Toskana. Ich glaube, irgendwo in Norditalien, jedenfalls nicht auf Sizilien. Bleibt die Frage, wer ist das? Dass natürlich da Bezüge gezogen werden, das muss einer der Tetrarchen sein, wird klar, wenn wir hier uns die venezianische Tetrarchengruppe nochmal anschauen. Dieser Bart, der auch wenn er später eingeritzt worden ist, aber es wirkt halt so passend, natürlich die Kopfbedeckung. Da muss es irgendeine Verbindung geben. Aber Maximian ist es nicht. Dazu passen seine Lebensdaten nicht zu diesem Villenkomplex auf Sizilien. Aber auch hier sehen wir abstraktere Züge und das muss ein Kaiser sein. Ja, jemand, der solche Gewänder trägt und gleichzeitig eine Militärkappe, die recht einfach und schmucklos ist,
Das ist jemand, der hat sich hochgedient, so dass er sich diesen riesigen Villenkomplex leisten konnte. Aber wer das ist, da streiten sich die Gelehrten noch drüber. Aber das wollte ich halt nochmal zeigen. Tetrarchengruppe und dieses Mosaik, da werden Bezüge hergestellt, die nicht ganz aus der Luft gegriffen sind. Ist halt nur die Frage, wer soll es sein? So, ich habe zu diesen Statuen und Standbildern noch abschließend was zu sagen, bevor wir dann die beiden letzten Aspekte dieses Videos angehen. Einmal der Stilvergleich nochmal mit der hohen Kaiserzeit und der späten Kaiserzeit, beziehungsweise beginnende spätantike Zeitalter der Tetrarchie. Wenn wir uns römische Kaiser angucken, zum Beispiel Augustus, den ersten römischen Kaiser, da haben wir klassischerweise sowas wie das hier. Das ist normal, ich glaube, das ist sogar Marmor, aber es ist ganz normaler, ich sag mal, weißer Stein. Und damit sind eigentlich alle Herrscher in der Antike gut gefahren, auch in der Spätantike. Es gibt natürlich auch von den Kaisern der Tetrarchie, also der Zeit von Diokletian bis Konstantin und darüber hinaus, gibt es natürlich auch Standbilder, die nicht aus Porphyr sind. Aber es gibt sie halt auch schon. Ich sagte ja ganz am Anfang dieses Videos oder erster Teil, je nachdem, wie ich das schneide, das kommt erst unter Augustus auf. Erst da wird Porphyr gefunden oder von den Römern abgebaut am Mons Porphyritis. Und ein Beispiel davon ist ein Standbild oder eine sitzende Statue von Kaiser Hadrian, also aus dem frühen 2. Jahrhundert. Und wenn wir das jetzt mal mit dem Standbild eines unbekannten Würdenträgers, um es ganz vorsichtig zu formulieren, aus Ravenna betrachten, wenn wir die zweimal nebeneinander halten, da sagte ich eben, der ist zwar aus dem Bischöflichen Museum in Ravenna, aber niemand weiß so richtig genau, ja, wer das gewesen sein könnte, da der Kopf halt eben fehlt. Abgesehen davon, dass das eine sitzende Darstellung ist und das andere eine stehende. Beides sind hohe römische Würdenträger. Das eine vom Anfang des 2. Jahrhunderts hat einen ausgeprägteren Faltenwurf, während das andere, das Standbild, ja ein bisschen strenger wirkt, geradliniger, vielleicht auch grober in dem Sinn. Aber nochmal, oder ich bin ein Vertreter der These, dass die Kunstfertigkeit nicht alles war, dass wir hier eine Stiländerung miterleben oder mitverfolgen können. Das hat einfach ästhetische Gründe aus dem Geschmack der Zeit heraus. Es gibt natürlich auch noch Darstellungen von Gewändern aus späterer Zeit bei solchen Steinmetzarbeiten, die wirken ja noch sehr lässig, sehr, pardon, sehr lässig, sehr fließend. Ich erinnere an die Sarkophage, die wir gesehen haben. Die waren zwar relativ schlicht in der Menge der dargestellten Sachen, aber die waren ja doch schon elaboriert ausgeführt, also sehr feingliedrig, wenn man das so sagen kann. Ja, aber dieser Vergleich hier, das ist antike, Spätantike, beziehungsweise klassisches Altertum, römische hohe Kaiserzeit, so rum besser, mit Spätantike. Hier beginnen sich Sachen zu verändern. Und man findet das vor allen Dingen in der älteren Forschung immer mal gerne wieder, dass die Bevorzugung von Porphyrsteinen, also dieses rötlichen Gesteins, in kaiserlichen Darstellungen oder bei Darstellungen von hohen Würdenträgern generell ein bisschen ja darauf hindeuten würde, auf den orientalischen Luxus des spätantiken Kaisertums. Da wird auch immer das Stichwort Dominat gebracht, also den Kaiser als Herr und Gott ansehen, Dominus et Deus. Es stimmt zwar, dass mit Diokletian und Konstantin das Kaisertum in eine neue spirituelle, ja, Ebene gehoben wird und die sich dann auch irgendwie in der Kunst manifestiert, aber da kam der Porphyr gerade recht. Die Bewertung, was das Dominat, also diese Überhöhung des Kaisers zu einer heiligen Figur betrifft,
Ich würde nicht sagen, dass das orientalischer Luxus ist. Das ist ein bisschen eine veraltete Forschungsmeinung, sondern dieser Stein, er war teuer, er war da, gerade in der Osthälfte des Römischen Reiches. Aber ich würde dem jetzt nicht so eine sakrosankte, überhöhte Stellung zuweisen. Ja, das wollte ich einfach noch zu den Statuen noch sagen. So, jetzt kommen wir zum vorletzten Aspekt und wir machen einen kleinen Sprung von Rom, Konstantinopel und Venedig nach Ravenna. Über Ravenna könnte man auch eine ganze eigene Videoreihe machen, über die ganzen vielen verschiedenen Bauwerke, die Bedeutung, die die Stadt in der Spätantike hatte und die Kunstschätze, die dort verborgen sind. Ich will es auf ein Teil runterbrechen, das aus Porphyr ist, und zwar nicht das hier. Das ist das Grabmal des Theoderich. Theoderich, der König Italiens. Nicht der Italiener, noch nicht der Römer, sondern der Schicksalsgemeinschaft der Ostgoten und der Römer auf der italienischen Halbinsel zu der Zeit. Wir sind also Anfang 6. Jahrhundert. Theoderich starb im Jahre 526 nach Christus. Und er ist in diesem Mausoleum bestattet worden. Auch dieses Bauwerk wäre ein eigenes Video wert. Ich möchte mich aber jetzt in diesem Video auf dieses eine Objekt hier beschränken. Eine Wanne. Was wir hier sehen, ist das Obergeschoss des Mausoleums des Theoderich. Und darin ist diese große Porphyrwanne aufgestellt. Das Objekt ist 1,50 Meter breit, 1 Meter hoch und ungefähr 3 Meter lang. Auf dem Boden, also innerhalb der Wanne, hat man eine Fläche von 2,10 Meter mal 70 Zentimeter. Also das ist eine schöne große Wanne. Und warum steht die da? Naja, diese Wanne war in einem Gebäude vermauert und das Gebäude ist der sogenannte Palast des Theoderich. Die Bezeichnung ist nicht ganz korrekt. Also das Bauwerk, das wir da sehen, hat spätantike Wurzeln, stammt aber selber aus dem 8. Jahrhundert. Und irgendwo da war diese Wanne vermauert, draußen an der Außenseite, und ist dann, und das habe ich nicht rausgefunden, wann das war, in das Obergeschoss des Mausoleums verschafft worden. Und naja, diese Porphyrwanne hat Spuren von Kanonenkugelbeschuss, was man vielleicht auch erkennt. Und ansonsten an Verzierungen, Löwenkopf im Flachrelief und so, ja, Ankerringe, also so ein leichtes maritimes Thema aufgreifend, als Verzierung. Mit anderen Worten, es ist nicht wirklich nachzuweisen, dass dieses Objekt in einer engeren Beziehung zu Theoderich dem Großen steht. Aber es ist ein repräsentatives Luxusobjekt, das man für Leute wie Kaiser oder halt den König der Ostgoten erwarten kann in der Spätantike. Und meiner Meinung nach hat man es dahingestellt wegen der vermeintlichen sarkophagähnlichen Form. Übrigens die Form, wenn man das auf den Bildern hoffentlich gut erkennen kann. Das Ding ist nicht symmetrisch, also zumindest nicht längs symmetrisch. Sie ist auf der einen Seite ein bisschen stärker geneigt als auf der anderen Seite. Sie ist aber quersymmetrisch. Also das heißt, man hat an beiden Enden gleich viel Platz. Also das ist dezidiert ein Gerät, das aufgestellt worden ist, damit jemand sich drin wusch bzw. gewaschen werden konnte und sich abtrocknen lassen konnte. Das ist aber nicht die einzige Porphyrwanne, die uns aus der Antike überkommen ist. Einige haben zum Beispiel überlebt als Altar hier in der Kirche in Rom, San Bartolomeo all'Isola. Ja, da hat man eine spätantike Badewanne genommen, eine Marmorplatte aufgesetzt und fertig hat man einen Altar. Das ist die Nachnutzung von antiken Spolien. Also Spolien, ne, wiederverwendete Bauelemente oder in dem Fall sogar einzelne Geräte im weitesten Sinne.
Oder aber, und da spielt dann die ursprüngliche Verwendung dann wieder ein bisschen mehr mit rein, im Mailänder Dom steht eine solche Badewanne, auf gut Deutsch Badebütt, als Taufbecken. Auch Taufpraxis in der Spätantike, da könnte man auch ein ganzes Video, eine Videoreihe über Baptisterien und Taufbecken machen. Ich habe mir eine sehr, sehr lange Liste mit solchen Themen aufgeschrieben. Ich wollte einfach nur zeigen, auch solche banalen Dinge, die jetzt keinen nach außen hin repräsentativen Charakter haben, wie jetzt Statuen, die öffentlich sichtbar waren, sondern auch Sachen, die ja im Palast oder im häuslichen Umfeld von Reichen und Mächtigen waren, waren natürlich aus teuren Materialien. Man kennt das ja vielleicht mit den Erzählungen von früher. Wir haben damals nur in der Zinkwanne gebadet. Samstags nachmittags gab es heißes Wasser und dann sind alle Kinder nacheinander in der Zinkwanne gebadet worden. Habe ich übrigens als kleiner Junge auch einmal mitgemacht. Baden in der Zinkwanne. Aber das andere Ende an Badearchitektur ist die massive Wanne aus seltenem Stein, aus einem Stück Stein gemeißelt aus einem fernen Land, gegen viel Geld irgendwo hingebracht. Wenn man heutige Badezimmerkataloge sich anguckt, freistehende Wannen sind heute immer noch nicht das günstigste aller Einrichtungselemente. Und es gibt noch so viele andere Sachen aus Porphyr, die irgendwie überlebt haben, weil sie halt sehr groß und sehr schwer sind. Ich gehe nicht darauf ein, was wir da gerade sehen. Es ist einfach nur, um zu zeigen, es gab noch ein bisschen mehr als jetzt nur Statuen, die Kaiser dargestellt haben. Es gab auch Sachen aus repräsentativem kaiserlichen Umfeld, die auch aus diesem teuren Material Porphyr hergestellt worden sind. Das führt uns dann von Mailand nach Magdeburg, wie ich ganz am Anfang dieses Videos sagte oder zu Anfang des ersten Teils, je nachdem, wie ich das hier schneide. Was hat denn nun Magdeburg und der Magdeburger Dom mit Porphyr zu tun? Magdeburg liegt in Mitteldeutschland und war nie Teil des Römischen Reiches und kein spätantiker Herrscher hat jemals seinen Fuß auf Magdeburger Erde gesetzt. Das stimmt soweit, aber jemand anders war da und dieser jemand war Otto der Erste, auch genannt Otto der Große. Ab 951 König von Italien und ab 962 römisch-deutscher Kaiser. Ich bin kein Experte für das Mittelalter, da sind andere besser berufen, deswegen fasse ich das jetzt ganz kurz zusammen. Die römisch-deutschen Kaiser bzw. deutschen Könige im Mittelalter sahen sich ja in dem Reichsgedanken irgendwie verhaftet, dank Karl dem Großen. Und wollten eine gewisse, ja, Tradition zum Römischen Reich herstellen. Otto brachte es fertig durch diplomatische Verhandlungen, dass sein Sohn Otto II. Die byzantinische Prinzessin Theophanu heiratete. Und auch sonst versuchte man sich im Sinne des Römischen Reiches gutzustellen. Eine Reise nach Rom anlässlich der Krönung zum Kaiser durch den Papst, beziehungsweise diese Italienreise, brachte auch die Möglichkeit, naja, die imperiale Größe oder zumindest den imperialen Anspruch auch bildlich darzustellen. Dazu gehört, dass Otto, hier in Deutschland, dass Otto das Bistum Magdeburg aus der Taufe hebt und dort eine Kirche, ein Vorgängerbau des heutigen Doms dort errichten lässt, die auch als seine Begräbniskirche fungiert oder fungieren sollte und fungiert. Und als er dann in Italien ist, macht er das, was viele Herrscher schon vor ihm und noch mehr nach ihm gerne gemacht haben. Man guckt sich so um, was denn da noch rumliegt, was irgendwie nett aussieht, was man mitnehmen kann in die Heimat. Und als guter christlicher König des Mittelalters fragt man den Papst um Erlaubnis, kann ich das und das haben? Und wenn man die Erlaubnis bekommt, den päpstlichen Segen, enden dann einzelne Stücke aus Porphyr aus der antiken Welt, die in Italien als Spolien herumliegen oder herausgebrochen werden,
dann irgendwo in Mitteldeutschland. Hier ein Blick in das Langhaus Richtung Apsis im Osten. Ich werde auch meine Reihe über Apsis, Chor, Exedra und Konche weitermachen, irgendwann in der Zukunft. Ganz hinten durch, man kann das hier leider nicht so gut erkennen, die Säulen sind auch aus Porphyr. Porphyrsäulen sind auch im Aachener Dom verbaut worden. Die sind dann aber mittlerweile durch Napoleon geklaut worden und dann wurden sie durch andere Porphyrsäulen ersetzt. Aber bei diesen Säulen handelt es sich wohl auch um Stücke aus Ravenna. Das ist ein beliebtes Mitbringsel. Porphyr. Porphyr-Bauelemente. Und naja, dann gibt es im Magdeburger Dom dieses Taufbecken. Und dieses Taufbecken ist aus zwei Teilen zusammengesetzt, die ursprünglich nicht einmal zueinander gehört haben. Und das obere Teil, also die Schale, ist eigentlich um 180 Grad gedreht. Das war ursprünglich nur wohl ein Standfuß für ein größeres Becken. Zum Beispiel wie für die Schale, die ich eben nicht näher beschreiben wollte. Das ist die größte erhaltene Porphyrschale aus der Antike. Die steht im Vatikan, wo sonst. Große Porphyrobjekte sind halt nicht aus Italien herausgebracht worden, nur die kleineren Stücke. Und für so ein Becken hat wohl auch ursprünglich mal das Magdeburger Taufbecken als Standfuß fungiert. Und zwar ein Becken als ja, Springbrunnen in der Nähe des Hadrianstempels in Rom. Also Tempel zum Andenken an Kaiser Hadrian, daher auch der Bezug. Ja, das Stück ist auch aus Ägypten. Genauso wie viele, viele andere Bauelemente im Mittelalter in Mitteleuropa. Das geht zurück auf den kaiserlichen Bauschmuck der Spätantike, auf den besonderen Stein aus Ägypten, den Porphyr. So, das war jetzt wieder eine etwas längere Sendung in zwei Teilen. Ich habe beschlossen, das in zwei Teile zu schneiden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Man kann mich unterstützen bei Patreon, PayPal und Buy Me a Coffee. Da wäre ich sehr drum verbunden. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Vorausgesetzt, es hat euch gefallen, was ich doch sehr hoffen möchte. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.